Jetzt möchte ich bitte einmal einfach in diese Höhle gehen, ohne... Ich weiß, was das Problem ist übrigens. Ich komme hier gar nicht so richtig raus aus der Nummer. Ich komme hier nicht so gut rüber. Ah. Das kann hier hoch. Aber ich nicht. Deswegen komme ich hier gerade bei der Quest nicht so richtig weiter. Weil ich ja dann oben lang muss. Okay. Na dann können wir doch erstmal jetzt hier weiter den Draht knappen. Achso, den habe ich ja sogar schon. Weißt du was? Nee, Klaps. Spucken. Den machen wir einfach kaputt. Und trainieren. Ich werde mir gleich mal was zu essen machen müssen. Sonst habe ich gleich ein Loch im Magen. Hopp. So, Sieg. Hui. Weizen. Die Serenade ist gleich voll. Endlich. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, da kann ich hoch, glaube ich. Hier kann ich auch lang. Ja, gut. Jetzt haben wir wieder einen Weg geschafft. So, wir gucken mal hier rein. Hier sind die Monster viel stärker. Haben wir vorhin schon gemerkt. Ach ja, und hier kam ich nicht weiter, ne? Und ich vermute mal, man findet ein Monster, was das Ding kaputt macht, oder... Deswegen macht das gar keinen Sinn, jetzt hier weiter zu gucken. Pass auf. Irgendwo, warte mal, Gerüchte, genau. Bebender Boden ist dort. Money-Speer. Haben wir noch nicht gehabt, ne? Da wollte ich hin. Das ist aber auch spannend. Ist beides spannend. Wir gehen erstmal dahin, da muss ich ja auch für die Quest von meiner Begleitung hier hin. Oh, krass. Hm, gut. Ach, das ist wieder... Ah, das rennt weg. Wie süß. Bleib hier. Das Ausrufezeichen bedeutet vermutlich, dass ich es noch nicht besitze, ne? Das ist sehr cool. Wir machen erstmal wieder alles kaputt. Das merkt man auch direkt. Hier sind die Monster ja alle noch auf Stufe 8. Und da, als ich in den Süden abgehauen bin, Stufe 14, 16, 17. Mhm, genau. Wir geben dir das mal. Wahrscheinlich klappt das gar nicht. Doch, das klappt. Trotz Wall. Bumm. Bumm macht er da nur. Giftstich. Vergiften sollte auch funktionieren. Ja. Mist. Mist. Das wollte ich alles so gar nicht. Na gut, egal. Elementarwall. Das ist ein bisschen unterwältigend, was der jetzt hier bekommen hat als Attacke. Da ist ein Gegner. Und guck mal, der ist so richtig... Der ist so richtig... nieder jetzt. Mir gefällt die Wegführung hier gerade insgesamt nicht ganz so. Weil ich dauernd ewige Umwege laufen muss. Nee, wir gehen jetzt nochmal hier hoch.
zu ihm da. Dem da. Hatte ich den schon? Ein paar Kugelinos gesehen, die schnell genug sind, um große Steine zu zerbrechen. Ja, wo denn? Wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Muss ich hier? Ja, muss ich eh lang. Hallo. Hoch hinaus. Erfolg freigeschaltet. Da war das. Genau, und hier runter, aber jetzt halt nicht. Weil... schlecht. Nee, wir gehen erstmal in den Osten. Da machen wir... Mein Mann und ich sitzen hier seit 2160 fest. Ja, welches Jahr haben wir denn jetzt? Da ist auch dieser Hase, irgendwas, was hoch hinaus will. So, Biest und Stahl. Plastik. Plastik vergiften, bringt das was? Weiß ich nicht. Wir machen aber auf jeden Fall die. Ja. Bumm. Entzünden, gemein. Mhm. Moschketier. Das hier ist gut. Ah, der ist auch gleich weg. Verbrannt. Bumm. Ausweichen erhöht. Wenn du einen Angriff des Plastiktyps bei einem Ziel des Feuertyps landest, wird schwarzer Rauch freigesetzt, der die Position des Ziels verbergen kann. Okay. Macht Sinn. Der ist schon mal weg. Macht jetzt einen Multiklaps. Leider daneben. Und du machst noch entzünden. Und dann war es das auch für dich. Also auch schon mit dem Klaps. Kampf gewonnen. Sterntierchen hatten ab. Ausschlafen lässt Benutzer einschlafen und jede Runde, in der er schläft, TP generieren. Der macht viel mit Schlafen. Anscheinend weiß er, der hat ja auch hohe Verteidigung, macht Sinn. Weiß hier niemand von den drei Muscheln, wie barbarisch. Hey! Verärgere meine Frau nicht! Na, ich sehe hier leider nichts. Ach, das hier oben ist bestimmt eine Rangerin oder sowas. Aber dahin zu kommen, da braucht man ein bisschen... Attack, habe ich das Gefühl. Verschwinde. Hey. Ihr Makler tut alles für die Leute von Neu-Veral, außer sie in Ruhe zu lassen. Stufe 15. Oh. So, aber weißt du was? Ich habe hier ein bisschen Gift für dich, Minjung. Das gefällt dir als Pflanze doch. Und Wind gefällt dir auch, dann bist du nämlich entwurzelt. Erstmal Kameras bekämpfen. Ja, stimmt. Weißt du, so. Sehr gut. Der hat vor allem noch ein Monster. Das heißt, dem hauen wir richtig schön Gift rein. Mann, der ist ja schon... Oh, 9. 9 vergiftet, klar, weil der ja auch noch einen Zusatzeffekt bekommen hat als Pflanze. 11 los. Witzig. Eis. Da wäre bestimmt Feuer super. Warte mal, Kampf. Ah, machen wir so. Und du machst auch nochmal Schallknall. Schneeschlag. Also, was habe ich erwartet von einem Eistyp? Bumm. Boah, ich habe den fast getötet, ne? Sehr interessant. Okay, mache ich. Die Serenade kriegt so gut wie nichts. Ja, Erdwall, auch ein Klassiker wieder. Ah, das habe ich verwechselt. Du kämpfst für die Leute, nicht gegen sie. Was ist denn hier? Ödland. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch draußen bleibe.
Ja, hier sieht man halt nichts, ne? Was ist denn das für ein UFO? Moment, das ist Gift. Gruppe. Feuer ist gut gegen Gift. Bam. Hügelbock. Das ist, wenn man so richtig, weißt du, wenn du in der Bar bist, hast 3 Bier getrunken, dann kriegst du Prügelbock. Das ist das. Entzünden. Machen wir erstmal auf Gift. Ah, befeuert. Genau. Und Ausweichen verringert. Ey! Oh, noch mehr AP-Bonus. So. Wir entzünden. Warte, der ist Luft. Das ist schlecht für mich. Nee, boah. Darf ich das bitte anders sortieren? Danke. Das wäre fast schief gegangen. Und Schallknall sollte gegen beide funktionieren. Ja, niedrige Chance. Das ist erstmal soweit klar. Bumm. Ah, das war klar auch irgendwie. Nochmal aufnehmen. Und noch ein Schallknall. 23%. Au! 6% Abzug. Bumm. Dann machen wir es wie folgt. Wir wechseln auf den Alchemisten. Oder aufs... Nee, Alchemist. Und du? Ja, wechselst auch aufs Sterntierchen, würde ich mal sagen. Es ist so krass, wie viel Verteidigungswert der hat. Und du machst nämlich dann hier erstmal das. Und du machst das. Oh nee, der ist jetzt vergiftet, ne? Which means it dies. So hatten wir nicht gewettet. Egal. Mhm. Dieses UFO, das möchte ich gerne mal noch sehen, was das ist. Ja, dass du schon wieder... die Serenade kriegt aber auch so gut wie keine Erfahrung mehr. Das ist ein richtiger Krampf gerade. Nee, falsch. Nimm mal ihn hier. Allseher. Maschine. Warte, Moment, was macht das? Verbrannt. Das klingt doch gut. Stau klingt auch gut. Das war eine witzige Attacke. Tempo verringert, ja. Sternschuss. AP-Abzug. Angriffe des Astraltyps ziehen Kraft von Zielen der 4 Elemente Feuer. Das ist. Sternschuss ist Astraltyp, auch wenn er Maschine ist. Aber dafür bist du jetzt verbrannt. Man kriegt bestimmt bald bessere Kassetten. Das ist klar, muss kommen. Oh, die Chance ist aber nicht schlecht bei ihm. Aber hallo, Metalltypen können mit Angriffen des Vortyps geschmolzen werden, was zu anhaltendem Schaden beim Ziel führt.
Boah, boah. Ja, ja, den habe ich. 100%. Da muss schon viel schief gehen, damit das nicht klappt. Sensationell. Alseher sind hauptsächlich nachtaktiv und schweben mehrere Meter über dem Boden. Ihren Namen haben sie ihrem unangenehmen Verhalten zu verdanken, vorbeigehende Menschen schweigend mit einem scharlachroten Auge zu beobachten. Der macht viel Fernangriff und hat gute Nahkampfabwehr, aber die anderen Werte sind ein bisschen zum Vergessen. Macht die Fernkampfabwehr noch hoch. Okay. Stufe 18, immerhin. Kann ich hoch? Nee. Mäh. Boah, wie weit entfernt sieht er mich denn? Als ich klein war, habe ich von dieser Insel geträumt. Okay. Glühende Kohlen. Erde ist gegen Wind anscheinend gut. Wie war das? Feuer ist gegen Wind schlecht. Pflanze ist gegen Wind egal. Machen wir doch Stau für die 5% Erfahrungspunkte. Ach ja, und Wind ist gegen Pflanze gut. Verbrannt. Und dich machen wir zu Sterntierchen. Mein Tank. Wenn du einen Angriff des Glittertyps landest, wird das Ziel mit einer Glitterschicht bedeckt und ebenfalls zu einem Glittertyp. Und was bedeutet das dann? Bumm. Bumm. Ach du Schande. Und dann sind alle Glitter. Und dann ist alles ganz komisch, ne? Ist das lustig? Aber es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist ein gutes Spiel. Das ist wirklich ein gutes Spiel, muss man sagen. Hallo? Wenn du ein Monster des Glittertyps mit einem Elementarangriff eines beliebigen Typs triffst, ändert das Glittermonster seinen Typ dem Angriff entsprechend. Boom. Sirenade, warum wirst du nicht mehr verbessert? Ist das hier nicht märchenhaft? Geht. Du liegst jetzt vor allem tot da. Was macht man damit? Ah, du kommst hier nicht rüber, ne? Warte mal, hoch, hoch. Doch! Oh nein, 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 nein. Der kriegt mich noch. Naja. So. Ah, nehmen wir mit. Du. Holz, 150. Schneeschlag, Keramikkassette. Erdtyp. Hey, wir haben Holz. Aber wir, oh, wir sind... Schaffe ich es irgendwie noch hier rüber?
Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn ich es einmal hier rüber schaffe. Oh nee, nee, nee. Was? Was? Der kann da hoch? Finanzierung von 1000%. Mhm. Ausgesaugt. Angriffe des Pflanzentyps tragen Samen in sich, die in Zielen des Erdtyps eingepflanzt werden und Energie abziehen. Ausgesaugte Charaktere erleiden am Ende ihrer Runde Schaden. Gegner werden mit der Menge der abgezogenen Gesundheit geheilt. Das heißt, er muss jetzt nur überleben. Bob. Ah, wir alle kriegen das dann. Geil. Der hat noch einen. Na, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Wir wechseln mal hier zu... ein Sternentierchen. Und du machst nochmal ausgesaugt. Bob. Weil das sich ja dann auch auf den nächsten übertragen sollte. Ja, energetisiert wieder. Sehr gut. Bumm. Wird richtig niedergemäht jetzt. Ein Raubling. Okay. Du schläfst ein. Dich wechsle ich. Ja. Auf eine Pombombe. Oder mache ich mal noch Stau? Stau ist auch schön. Für mehr Erfahrung. Oh Mist, ich kann jetzt kein Meditieren mehr machen. Das hat er klug gespielt. Das hat er sehr klug gespielt. Halt einen Klaps. Und du? Ja, machst jetzt einfach mal Multiklaps, würde ich sagen. Ah. Boom. Zum Glück habe ich viel Verteidigung als Sterntierchen. Zack. Tot. Besiegt. Kaputt. Die Kassette ist kaputt. So, Sterntierchen, aufgestiegen. Geisterverschmelzung. Der Benutzer teilt seine Aktionen mit seinen Verbündeten. Will ich das? Will ich das alle einschlafen? Weiß ich nicht. Aber klappt's wiederum, ne? Wie kriegt denn das Vieh? Jetzt kriegt es noch Wasser. Wasserbeschichtung, selten. Ändert den Typ des Benutzers oder eines Verbündeten. Damit kann ich jetzt ein Wasser Monster holen. Pro leeren Platz, Dauer plus 1, Chance von plus 14 auf Spikes. Krass! Da es auf Neuviral keine Währung gibt, gibt es auch noch keine Möglichkeit, sie abzubezahlen. In der Zwischenzeit fallen allerdings weiter Zinsen an. Das perfekte System. Wow. Was ist das denn? Stopp! Weg da! Weg da! Weg da! Verschwinde! Boah, ich hätte sehr gerne, hätte ich jetzt mal hier irgendeinen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Ah, schaut mal, hier ist ein Shortcut-Betten. Na. Klar. Ah. Kann ich mich mal ausruhen. 14! Warum braucht es pro Lagerfeuer immer mehr, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir was an der Gruppe verändern? Nö. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Genau. Absolut. Absolut. Das finde ich auch. Und dann noch mit der Musik, ne? Müsste man sich wahrscheinlich einmal ransetzen. Dann kann man damit Copy-Paste ein bisschen was machen, aber das können andere besser als ich. Muss ich auch sagen. 14 Holz entfernt. Kelly erzählt dir eine lustige Anekdote aus ihrem Leben. Okay. Haha.
Hier, ne? Dieses, diese Shinies, wie heißen sie? Bootlegs. Sind mega geil, aber das Problem ist, jetzt denke ich auch die ganze Zeit, oh, lass mich ein Bootleg finden, lass mich ein Bootleg finden. Ein bisschen tückisch. Wetten? Ja, war klar. Okay, was passiert hier? Speichern wir erstmal. Wow, ich hätte auch einfach hier oben lang gehen können. Ich habe jetzt hier einen riesen Umweg gemacht. Ein Gift von einem tanzenden Drisella. Das ist auch cool. Wo hast du das her? Hast du es gefunden oder hast du es selber irgendwie gemacht? Zum Beispiel aus Pokémon Snap. Diese Insel hat mich gelehrt, dass weder die stärkste noch die intelligenteste Spezies überlebt, sondern die anpassungsfähigste. Verwandeln wir uns. Stufe 15. Beruhig dich mal. Ich könnte ihn zu Wasser machen und dann selber mit Pflanze angreifen. Oder ich lasse es. Die große Preisfrage ist ja, wie wirkt sich jetzt Erde auf Wasser aus? Ich glaube, Erde hat ein Problem. Deswegen lassen wir das mal. Geben die noch ein bisschen mehr verbrannt. Und geben den Klaps. Oh nein, gefunden, okay. Da ich in Pokémon einen Shiny Curse habe, rechne ich nie. Ja. Hab, glaube ich, auch noch nie eins. Doch! Ich habe eins gefunden. Ein rotes Garados. Die Spitze eines Angriffs des Metalltyps durchdringt ein Ziel des Erdtyps. Wie eine Schaufel und senkt seine allgemeine Abwehr. Verstehe. Boah, vor allem bin ich jetzt halt. Oh. Machen wir mal Serenade. Und du? Weiß nicht. Machst mal Multiklaps. Oh, wie gemein. Kritischer Schaden. Gegen Menschen. Aha. So, jetzt haben wir hier halt einen Vogeltyp. Wo ich wiederum sagen kann, das ist Quatsch gegen Metall. Da haben wir uns Feuer. Der wiederum. Da ist, glaube ich, Entzünden nochmal richtig angenehm. Ein freier Wildbahn quasi. Moment. Erstmal hier mitbekommen, was passiert. Habe ich bisher einen Shiny in der neuesten Mega gewonnen. Ich spiele auch viele Pokémon-Spiele mehr als bei. Oh, krass. Ja. Boah. Ja, so Shiny habe ich auch aufgegeben, sowas. Das ist halt da und ja. Mach ich nicht. Deswegen ist man hier bei so einem Bootleg voll aufgeregt. So, du wirst es ja dann kennen. Machen wir mal auch entzünden. Boah, wie viel der mir mitgibt, ey. Wie er fast tot ist. Darwin.
Ist natürlich auch lustig, ne? Von wegen anpassungsfähigster Überleben und so. Ich glaube, wir haben nicht mehr nachgesehen, ob unter dem Bett Monster sind, als wir erkannten, dass sie in uns waren. Aber was sagt das über diese Insel aus? Sind diese Monster in uns Gott oder sind wir einfach nur unter seinem Bett? Aus den Augen und aus dem Sinn? Fragen über Fragen. Kann ich hier hoch? Nee, gibt's aber bestimmt eine Fähigkeit für irgendwann. Andrew Wallace und sein Team haben diese Brücke gebaut. Bumm. Nee, geht nicht. Was hier so ein Pokémon? Markus Lanz? Kann ich das etwa darauf werfen? Muss ich das etwa darauf werfen? Nee. Ach so. Da ist doch der Schalter. Das macht jetzt irgendwas. Ja, ich komme dann einfach nicht rüber. Wie soll ich denn da rüberkommen? Muss ich da ganz unten lang? Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen in eine Sackgasse begeben. Moment mal, was ist hier denn los? Pflanze und Wind. Wir entzünden erstmal Buschauge. Ein zärtlicher Klaps. Ach Mist, das war dumm. Klar, ich bin ja Erde. Was macht der noch? Prügel? Alles nicht so toll. Wir wechseln. Auf Serenade. Und du wechselst auf Malchemist. Hätte ich anders auch machen sollen. Egal. Daneben? Weil ich nichts mehr sehe. Oh, ich bin blind. Eichelmörser. Oh, das ist jetzt ungut. Da muss ich euch leider einen Schallknall um die Ohren werfen. Ich sehe halt nichts, ne? Glück gehabt. Sollte ich schaffen eigentlich. Immer noch daneben. So. Boah, ich habe den Kampf gewonnen, aber, ne? Pustelbombe. Trifft ein ganzes Team. Da sehe ich mich doch. Trübe See. Nee, das ist alles gerade nicht das, was ich will. Gut, wisst ihr was? Dann muss ich halt den weiten Weg da hoch nochmal gehen. Ich wollte ja jetzt in den Osten, damit ich da
so ein Haus finde für eine Schnellreise. Aber klappt ja anscheinend nicht. Gehen wir jetzt hier hin und ruhen uns aus und geben gleich die 300 Holz weg. Kaylee erzählt dir von ihren verschiedenen Projekten, mit denen sie die Leute in Hafenstadt hilft.